Servus miteinander. Ja, ich bin wieder zurück aus dem Urlaub. Hallo. So, ein kleiner Einblick vom Urlaub. Ich muss ein bisschen leiser sein, hier sind überall Leute. So, also das hier ist jetzt der Gerät. Ihr seht auch, warum ich das so machen wollte. Da sieht man nämlich hier so was Schönes. So, der andere ist der hier. Und wir haben jetzt ein PETG von Printfuel. Hat das Ganze jetzt überlebt. Und zwar, ja, schon ein paar Tage. Und alle Tage waren eigentlich über 30 Grad außen. Und ich behaupte mal so um die 70 im Inneren. Also, PETG und Printfuel kann ich empfehlen. Und ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, ich bin jetzt tatsächlich, ich habe es geschafft jetzt innerhalb von 3 Stunden am Sonntag mal, wo ich dann wieder zu Hause war. Ja, ich bin jetzt bei Facebook und bei Instagram auch tatsächlich erreichbar. Und da habt ihr vielleicht auch schon gesehen, ich habe so ein bisschen was gelasert und zwar noch vor meinem Urlaub. Und ein paar Ankündigungen gibt es auch noch. Also nicht nur das, dass ich jetzt bei Instagram bin und bei Facebook. Da gibt es ein riesen Feuerwerk, müsst ihr euch anschauen. Gibt es noch ein paar Neuigkeiten. Und zwar, ihr habt ja gemerkt, also Videos sind ja trotzdem gekommen, obwohl ja ich gar nicht da war. Brutal, weil ich so fleißig war und habe ein paar Videos vorproduziert. Dazu einmal natürlich das Artillery Genius Pro. Den hört ihr vielleicht jetzt nebenbei so ein bisschen laufen. Nicht laut, weil das andere, was etwas lauter ist, vielleicht der normale Genius noch. Und ja, da drücke ich auch gerade ein paar Sachen. Die habe ich schon auf Instagram gepostet, schon ein bisschen länger her. Und ja, und ihr seht auch hier, wie gesagt, ein paar Lasersachen. Hier drüben zum Beispiel seht ihr einen schönen Diablo. Und da seht ihr tatsächlich auch noch einen Iron Man. Und ja, wie es dazu gekommen ist, wie gesagt, kann ich euch noch was sagen. Und hier habt ihr auch noch ein bisschen was. Das ist aber nicht so ganz geglückt, wie ich es mir vorgestellt habe. So, nächste Geschichte, was ich noch sagen wollte zum Mingda Magician X. Ich habe ein paar Kommentare bekommen. Zum einen mal von Mingda selber und von einem, muss ich den Namen einblenden? Der hat mir auf Italienisch geschrieben. Erstmal herzliche Grüße nach Italien. Da war ich ja auch lustigerweise zu der Zeit. Und der hat mir auf Italienisch geschrieben. Ich habe es dann in den Google-Übersetzer reingehauen. Und der hat mir geschrieben, dass das auch schon beim Mingda D2 ein Problem war. Und zwar sind die Schrauben vom Display zu fest angezogen. Und deswegen passiert das Ganze. Ja klar, wenn das Ding ein bisschen warm wird und es drückt ein bisschen, dann löst das Display aus. Und dasselbe Problem, ja warum auch nicht, er hat ja auch genau dasselbe Gehäuse wie der D2, nur dass da was anderes draufsteht. Genau dasselbe Problem hat jetzt eben der Magician X. Allerdings habe ich es bisher nur bei längeren Drucken festgestellt. Was heißt längeren Drucken? Ihr habt ja das hier gesehen. Der da, das Core, der neue Core. Ja, war schade ums Filament. Es ist nicht viel passiert, Gott sei Dank. Hätte ja auch passieren können, dass er das Ding einfach... Jetzt ist mir irgendwas im Mund geflogen. Wer? Ich weiß nicht, was das war. War ja eklig. Hat mich jetzt das Filament gekostet, sonst Gott sei Dank nichts. Ich weiß nicht, was der noch hätte tun können, wenn er jetzt natürlich die Temperatur auf 1000 Grad hochstellt, was er natürlich nicht kann wegen der Firmware, wäre es natürlich ein bisschen anders rausgegangen vielleicht. Gut, naja. Auf alle Fälle, das Problem kann ich lösen, indem ich die 4 Schrauben löse und dann werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und was hatten wir denn noch? Jetzt, weil ich auf mein Kamerabild geschaut habe, habe ich es natürlich auch gesehen. Also, diese Lampe hier ist fertig. Zumindest der Prototyp. Ich kann euch die Teile auf Thingiverse schon zur Verfügung stellen. Allerdings gibt es die Beschreibung dazu, wie man was zusammenbaut etc. pp. Ich meine, da kommt jeder normale Mensch wahrscheinlich so drauf, aber ich hatte natürlich auch wieder ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, könnte man noch verbessern und so weiter und so fort. Das habe ich aber in einem Video dann zusammengefasst. Das ist fast fertig. Hier werden noch ein paar Teile gedruckt oder sind gedruckt worden. Komm mal her, da, gib mir das. Ja. Die Dinger hier sind essentiell dazu, dass die Montage etwas leichter geht. Auch wenn sie sehr schwer sind vermutlich. Ja, also Lampe bekommt er von mir. Die Sachen hier, wie gesagt, also das mit dem Laserzeug, das wird ein separates Video. Ich wollte euch nur noch mal zeigen, was ich alles so mache. Aber jetzt kommen ja dann Laser von Neji. Noch mal was Großes kommt da, was ziemlich Großes. Warte ich drauf. Einen Air Assist habe ich schon bekommen. Und dann kommt jetzt noch was von Sowohl. Aber da darf ich noch nicht mehr dazu sagen, glaube ich, vielleicht. So, und dann habe ich noch eine Geschichte. Und zwar möchte ich euch das kurz vorlesen. Wo geht er hin? So, der alte Mann braucht Licht zum Lesen. Tu mal das Zeug hier weg. Also ich habe mir übrigens da so, ja, Rahmenzeug und so habe ich mir jetzt mal bestellt. Denn ich habe noch ein paar andere schöne Sachen vor. Denn wenn ihr das da hinten seht, wie gesagt, das ist nicht so perfekt geworden. Und zwar habe ich Post bekommen vom, muss ich selber nochmal nachschauen, vom Heiko. Erstmal vielen Dank, Heiko, für die Post. Und er hat mir Sicherheitscutter bestellt zum Öffnen von Kartons. Dazu gibt es einen Zettel.
den lese ich vor. Da ich mittlerweile alle deine Videos gesehen habe, das ist sehr vorbildlich, und von deinen Fehlern gelernt habe, genau dafür mache ich die Videos auch, möchte ich mich jetzt schriftlich an dich wenden. Seit Ende 19 habe ich den Any i3 Mega und habe entsprechende Videos gesucht. Ja, da habe ich auch viel gesucht am Anfang. Und ja, dass es sehr wenige Videos gibt, welche auch die Fehler eben beinhalten. Ja, ich habe viel Kritik schon erhalten für das, dass ich die Fehler mache und so. Das war auch ganz am Anfang so, ja, was machst du denn da für Scheiß, was zeigst du denn da? Ja, das sind Fehler, die jeder machen kann. Muss nicht, wenn ihr sehr schlau seid, viel schlauer wie ich, dann macht ihr keine Fehler, aber die meisten Menschen machen halt Fehler, auch wenn sie es nicht zeigen. Das ist ja das. Ja, und jetzt überspringen wir mal ein bisschen was. Da du auch beruflich technisch unterwegs bist, ja, mehr reden als arbeiten, könnte es in einer Arbeitsschutzbelehrung bei euch mal behandelt worden sein? Nein, tollerweise nicht. Also, vielleicht bin ich da auch schon zu lang, kann sein. Sind da jetzt doch schon 10 Jahre. Wahnsinn. 10 Jahre nur noch labern. Nichts mehr arbeiten. Nein, ist Quatsch. Ist schon auch Arbeit. Kopfarbeit. So. Wie ich komme hier? Nee. Nein, ist nicht behandelt worden. Also wir, Telekommunikation, nicht Magenta, haben in einer Arbeitsschutzbelehrung vor Jahren das Thema Cuttermesser und feststehende Klingen gehabt. Um eine Verletzungsgefahr zu minimieren, erhielten wir Messer mit zurückziehenden Klingen. Damit konnten wir zwar keine Kabel mehr abisolieren, aber wir taten was für den Arbeitsschutz. Ja, es ist immer gut, wenn man Werkzeug hat, was man nicht benutzen kann, aber es ist sicher. Deswegen haben wir auch nur noch Löffel am Schluss dabei gehabt. Da konnte man sich nicht mehr verletzen. Oh Mann. Ja. Da ich immer wieder sehe, wie du deine Pakete mit dem Spachtel oder dem Messer öffnest und dort gegebenenfalls beim Messer die Klinge noch ausgeschoben bleibt, denke ich, das beigefügte Messer wird dich ebenso zum Schimpfen wie mich und meine Kollegen bringen. Ja, jetzt pass auf, ich pack's mal aus. So, und jetzt habe ich hier noch eins, also ich habe ja 2 bekommen. Stimmt, ich habe hier eins bekommen, da steht mein Name drauf. Und hier haben wir noch einen für den Robert. Und jetzt kann ich eine schöne Ankündigung machen, denn der Robert wird sich das persönlich bei mir abholen. Der kommt nämlich im September zu mir, hierher. Und da machen wir was, da werdet ihr zu sehen. Ich kann euch aber nicht versprechen, dass es was mit Druckern zu tun hat. Wahrscheinlich betrinken wir uns nur und reden Blödsinn. Kann alles passieren, weiß ich noch nicht. So, aber es wird live zu sehen sein auf diesem Kanal. Vielleicht auch auf Roberts. Gleichzeitig, ich weiß es noch nicht. Vielleicht wechseln wir auch immer wieder. Mal sehen. So, und ja, also erstmal vielen, vielen Dank dafür. Jetzt packen wir das erstmal aus. Also er hat eines noch. Stopp, genau. Er hat noch eines gemacht. Er hat es bei mir auf Linkshänder gestellt. Es gibt da wohl 2 verschiedene Einstellungen. Aha, ja. Linkshänder. Ja, das ist gut. Aber das muss ich jetzt immer halten. Ja, obwohl, das ist nicht so dumm. Aber Kabel abisolieren ist tatsächlich schwierig, würde ich sagen. Ja. Aber jetzt könnt ihr sicher sein, dass ich mich wahrscheinlich nicht verletze. Eventuell. Wenn ich mich verletzen sollte mit dem, dann nehme ich wieder eine stumpfe Spachtel zum Öffnen. Vielen, vielen Dank, Heiko. Ja, ich übergebe es dem Robert. Und jetzt haben wir hier noch eins. PS. Geschrieben mit einem Pelikan von 1980. Gekauft mit Westgeld im Intershop. Vielleicht kennt Robert wenigstens einen der Begriffe, wenn er schon nicht He-Man kennt. Genau, er kennt nämlich nicht He-Man. Ja. Vielen, vielen Dank, Heiko. So. Und ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich vorne vorher rausnehme oder nicht. Vielleicht. Und zwar jetzt Riesenankündigung. Wenn ihr, der Robert hat schon öfters mal auf seinem Kanal gepostet, wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, zum Beispiel heute, ist ein regnerischer Tag, sind wir vielleicht nicht alle gut drauf, dann kann ich euch eines ans Herz legen, und zwar das nächste Video, was hier auf diesem Kanal kommt. Das ist ein reines Outtake-Video, und zwar, aber jetzt kommt das Besondere, von unser Kanal, und zwar meine Frau und ich. Das heißt also, wenn ihr meine Frau attraktiv findet und wollt mehr von ihr sehen, dann schaltet auf jeden Fall das nächste Video an. Da ist ein Outtake-Video, 10 Minuten lang ungefähr, wo es darum geht, wie wir versuchen, einen Kanaltrailer für unseren neuen Kanal zu finden. Es ist zu dunkel. Viel zu dunkel. Es ist zu dunkel. So, jetzt machst du einen Kanaltrailer. Was? Einen Kanaltrailer brauchen wir. So, und dieser neue Kanal, den werde ich euch natürlich auch verlinken, heißt Die Schau mal zusammen. Und da geht's drum, jetzt wird wieder sowas, ne, ist mir wurscht. Da geht's drum, Filme, Serien, und zwar hauptsächlich die, die meine Frau und ich zusammen angeschaut haben und die wir weiterempfehlen können. Erstmal nur. Gibt bestimmt dann noch welche, wo man sagt, nee, schaut euch das nicht an, den Quatsch. Aber da geht's drum, Serien, Filme, und wie sind wir drauf gekommen? Schnapsidee im Urlaub. Ja, sowas kommt man in Urlaub. Hier schön Whisky-Cola getrunken, meine Frau schönes Weinchen getrunken, und dann haben wir unseren Freunden mal so erzählt, was sie sich alles noch anschauen müssen auf Netflix, Amazon oder Disney Plus. Und dann haben wir gesagt, ja gut, warum erzählen wir das eigentlich nur euch? Wir könnten ja eigentlich das allen erzählen, was man so als Paar
wie gesagt, wir sind jetzt seit 20 Jahren, 21 Jahren zusammen. Was man so als Paar sich anschauen kann, was einen auch wirklich fesselt. Und wie gesagt, also jetzt, nächstes Video, was ihr sehen werdet oder was ihr euch anschauen könnt, wenn ihr Bock drauf habt, ist eben das Outtake-Video dazu. Ich kann euch sagen, also wenn ihr Lust auf Lachen habt, schaut euch das an. Ich habe es bestimmt auch schon 5-mal angeschaut, ich habe immer wieder gelacht, weil es einfach so absurd blöd ist. Aber ich kann euch versprechen, wenn der Kanal dann gestartet ist, weiß ich auch noch nicht, was rauskommt. Wir lassen uns überraschen. Entweder wird es sehr lustig oder wir versuchen es auf die ernste Schiene oder es wird beides, man wird sehen. So, das war es jetzt eigentlich. Mehr gibt's für heute nicht. Wollte ich nur sagen, dass ich zurück bin. Ah ja, genau. Alle, die mir E-Mails geschickt haben. Ihr werdet jetzt feststellen, ich werde jetzt demnächst so peu à peu die E-Mails alle beantworten, die ich bekommen habe. Ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden E-Mails ich in der Zeit bekommen habe, die ich da so hatte, bekommen habe. Und jetzt kommen meine Kinder. Ja, kurzer Einwurf. Wenn man dumm ist, jetzt muss ich kurz unterbrechen. Wenn man dumm ist, macht man auf zwei Druckern gleichzeitig einen Druck, der dann fällt, weil man vergisst, Incura Infill einzustellen. Oh Mann. Nervt mich. Das ist vom Genius Pro. Komm her. Fokussiere dich. Genius Pro und vom Original Genius. Also, wie man sehen kann, selbst wenn ihr die besten Maschinen zu Hause habt, wenn der Bediener zu blöd ist, die Einstellung zu machen, dann könnt ihr es vergessen. Ah. Ja, komm, stellt mein Kuda auch Infill ein. Schon funktioniert es. Das wird der iPad-Kabelschoner. Zeige ich euch aber in einem anderen Video noch, was der eigentlich genau machen soll. Denn, ja, ich habe da so meine Probleme. Ja, weil wir gerade bei den E-Mails waren. Ich war jetzt im Kino gerade und ich habe mir so ein paar E-Mails mal durchgelesen, die ich bekommen habe. Eine war ganz gut. Und zwar, der You Lucky schreibt mir, You Checky schreibt mir, hallo, ich bin ein Amazon-Verkäufer für Walkie-Talkies. Ich habe bei YouTube festgestellt, dass Ihr Unboxing-Video viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Können Sie ein Video über das Walkie-Talkie machen, das ich verkaufe? Ich kann Provision geben. Einen schönen Tag noch. Lieber You Checky, ich weiß weder um was für ein... Das ist alles. Ich weiß nichts. Deswegen, und ich glaube, ich brauche auch kein Walkie-Talkie. Ich brauche Mikrofone zum Beispiel, weil der Robert kommt. Deswegen eher sowas. Keine Walkie-Talkie. Ja, aber davon kriege ich viele E-Mails. Und ja, auch Broker schreiben mir E-Mails. Nein, ich werde hier keine Reviews oder sowas oder irgendwelche Empfehlungen für irgendwelche Broker oder Matratzen, habe ich auch gelesen, könnte ich testen. Ich brauche keine Matratzen. Ich werde hier auch nur Reviews machen von Sachen, die ich entweder gerade brauche oder die cool sind für den Kanal. Ja, so sieht's aus. So. Ja, jetzt nochmal. Also, ich schreibe euch natürlich alles. Facebook, Amazon, Quatsch. Wie heißt das denn jetzt? Instagram. Facebook, Instagram. Unten verlinke ich euch das neueste Video. Verlinke ich euch natürlich unten den Kanal, auf dem das Ganze stattfinden wird. Verlinke ich euch. Also, ihr braucht keine Angst haben, dass es mehr von diesen anderen Videos da auf meinem Kanal kommt. Das heißt, also, wenn es hier um Serien oder Filme gehen sollte, nein, mache ich hier nicht. Das mache ich auf dem anderen Kanal. Wenn ihr mir da folgen wollt, könnt ihr das gerne machen. Drückt da den Abo-Knopf. Hier natürlich auch abonnieren, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Daumen da lassen. Was ich letztes Mal ganz schön fand, drückt es mir alle Abonnenten. Das fand ich eigentlich ganz schön. Das ist eine Botschaft, die würde ich gerne. Ich drücke euch alle. Ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Viel Zeit. Habe ich was vergessen? Keine Ahnung. Stimmt. Wenn ihr sagt, okay, pass auf, ich möchte nicht nur 3D-Drucksachen sehen, sondern ich finde deine Frau auch sehr attraktiv, die würde ich auch gerne öfter sehen, dann schaut da in die Videobeschreibung unten. Ich verlinke es euch natürlich auch nochmal hinten am Video in so einem, ja, so einem Casterle drin. Nein, jetzt habe ich falsch angefangen. Weiß ich nicht. Ich muss anhalten. Kann ich nicht. Mach dieses. Wieso steht die Funktion nicht zur Verfügung? Jetzt.